Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 16 von Minecraft Zivilisation. Es ist jetzt fast ein Jahr her. Da haben wir tatsächlich neu begonnen. Das war unser Ziel. Alles andere hinter uns lassen und wieder komplett von vorne anfangen. Wir sind immer noch auf dem gleichen Server, aber wir wurden halt, haben alle unsere Sachen in einem alten Dorf gelassen, wurden getötet, neuer Spawnpunkt gesetzt und dann sind wir irgendwo hier, ich weiß nicht mehr die genaue Stelle, rausgekommen. Ihr seht, Schneegebiet, Schneegebiet, unglaublich toll. So, unser Plan war ja, wir machen ein modernes Dorf. Also moderne Häuser, was auch immer. So, wir wurden aufgehalten, wie ihr seht, durch das da. Unter anderem. Und das da und noch weiter ganz da hinten in die Ferne noch mehr. So, denn Markus, als er einen Spawnpunkt für uns gesucht hat, hat natürlich erstmal geguckt, passt der Punkt. Ist einmal kurz hier hin, hat geguckt, ja, ist okay, ist wieder zurück. Dadurch wurde aber bereits dort hinten ein Dorf gespawnt. Nach den alten Kriterien. So, das heißt, immer noch oben, unten, überall verteilt Gebäude. Alte Gebäude. Keine Eisengolems, keine Glocke, keine Berufe für die Dorfbewohner und überhaupt. So, da das hier irgendwo unser Spawnpunkt ist, habe ich hier so eine kleine Hütte hingesetzt für die Leute, die jetzt neu kommen. Beziehungsweise, wenn man stirbt und gerade nicht geschlafen hat, dann kann man sich hier zumindest mal in Sicherheit bringen. Hier haben wir noch so eine tolle Schlucht, da bin ich am Anfang auch direkt runtergesegelt. Hab's tatsächlich überlebt, weil ich auf irgendeinem Vorsprung gelandet bin. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich da hochgekommen bin, weil ich hatte ja noch nichts. Keine Werkzeuge, kein gar nichts. Das war schon mal spaßig. Egal. Ich gehe jetzt einfach mal. Ja, das hier so eine kleine Hütte mit dem Nötigsten. So, dadurch, dass wir in diesem Dorf gelandet sind, dachten wir, oh, ist ein super Punkt. Bleiben wir erstmal da. So. Neue Dörfer, beziehungsweise Dörfer allgemein, bedeutet Pillager. Pillager gibt es neu, aber jetzt auch schon länger, aber die stromern immer in der Nähe von Dörfern rum, weil sie die ausrauben, töten und all das, was auch immer wollen. So, wir hatten uns vorher aber nicht ganz informiert darüber, wurden natürlich überrascht von manchen Pillager-Truppen. Wir haben die bekämpft, weil wir uns nichts dabei gedacht haben. Aber es ist ja so, wenn man den Oberboss, also den Typen mit dem Banner, tötet, dann kriegt man einen. So einen Buff auf sich, wodurch, wenn man dann ein Dorf betritt, ein Überfall ausgelöst wird. Ja, das haben wir nicht gewusst. Also wurden wir direkt, glaube ich, in der ersten Nacht oder so, überrascht von einem Pillager-Überfall und wir hatten ja nichts. Gar nichts. Hier stehe ich jetzt erstmal, das ist der Eingang zu unserem Dorf. Das haben wir ein bisschen größer, schöner, wie auch immer gemacht. Und wir haben das jetzt quasi als, ja, so zum Besichtigen für Leute. Wir haben zwar noch kein Dorf, wir haben noch gar nichts, wir haben eigentlich fast nur das. Aber irgendwann wollen wir ja doch mal irgendwo wohnen. Und dann kann man das dazu nutzen, so als Ausflugsziel sozusagen. Ein Dorf aus früheren Tagen zum Besichtigen, damit die Leute von heute noch wissen, wie es damals mal ausgesehen hat. So, ich gehe jetzt hier durch. Wir haben das extra so unterirdisch gemacht, da vorne auch, damit das safe ist, dass hier keine Pillager von außen oder Zombies oder sonst was reinkommt. Das Dumme ist, wir haben halt irgendwann festgestellt, Pillager spawnen leider auch im Inneren. So. Wir haben mittlerweile vieles von neuen Sachen auch schon hier übernommen. Ich habe Bienen besorgt. Jetzt haben wir hier unsere eigene Honigzucht sozusagen. Bienenzucht, Honigabbau, Bienenwaben, alles Mögliche. Also ihr seht, wir haben dieses Dorf im Großen und Ganzen so belassen, wie es einmal war. Natürlich haben wir es umgeändert, ein paar Sachen gemacht, neue Häuser dazu gebaut, aber eben in dem Style des alten Dorfes, nicht so wie die neuen Dörfer sind. Und wir haben verschiedenste Dorfbewohner. Wir haben sie vermehren lassen, wir haben ihnen entsprechende Berufe gegeben, so dass wir hier wunderbar Handel treiben können. Mit dem haben wir noch nicht so viel gehandelt, wie man gerade sieht. Mit anderen schon mehr. Es spawnen mittlerweile munter Eisengolems. Wir haben dadurch den Handel, haben wir tatsächlich eine eigene Glocke handeln können, beziehungsweise, nee, ich glaube, die erste Glocke, die wir hatten, haben wir aus einem verlassenen Dorf geholt. Also es gibt in der Nähe gibt es ein verlassenes Dorf, so mit Spinnenweben und so, und da wohnt halt gar keiner mehr. Ich glaube, die erste Glocke hatten wir daher. Mittlerweile haben wir aber auch ein Dorf, wo wir Glocken handeln können, von daher ist das alles nicht so schlimm. So, hier ein kleiner idyllischer Teich, so für Fischer. Wir hatten tatsächlich auch mal einen Dorfbewohner, der dann da hinten in diesem Zelt geschlafen hat, aber da ist, wie gesagt, auch Pillager hier drin wohnen, ist der meist immer als erstes den Leuten zum Opfer gefallen.
Alle anderen, seht ihr, haben wir mittlerweile echt eingeschlossen. Man kommt hier nur über das Ducken rein, weil wir unsere Dorfbewohner natürlich auch retten wollen. Der schläft schon. Es ist schon so dunkel. Ja, durch diese Kuppel sieht man das gar nicht mehr so. Aber dann gehen wir auch einfach mal schlafen. Also wieder diese Eisengolems, also oh, so viele. Ich ziehe die manchmal auch mit einer Leine so woanders hin, aber irgendwie treffen die sich doch immer alle wieder hier mit. Oh, guck mal, die schlafen tatsächlich alle schon. Dann machen wir das jetzt auch. Das Bettchen hier ist hier gerade noch frei. Wir hatten, also so zwei, drei sind noch frei. Man könnte noch ein paar mehr Vermehrungsschritte machen, aber einiges ist so ganz okay. Wir haben jetzt eigentlich von jedem Beruf, soweit ich weiß, irgendwen da. Ja, das ist unser Dorf. Also wie gesagt, der alte Style. Drumrum halt die Mauer gesetzt, weil wir eigentlich sicher sein wollten, zumindest wenn ein Überfall von außen kommt. Dass tatsächlich auch im Inneren Pillager spawnen, wussten wir damals noch nicht. Aber mittlerweile haben wir so viele Golems. Das heißt, wenn Pillager kommen, einfach wegrennen zu den Golems. Die machen den Rest. Das ist ganz gut. Wir haben hier ein paar Schildkröten. Oh, die Eier sind. Die sind. Also, ne? Wir hatten die Eier und die haben sich vermehrt. Hier auch schon ein paar Hornschilde. Das habe ich natürlich in dem Fall wieder verpasst. Da auch noch ein paar Eier kommen. Wir machen hier nochmal. Nochmal. Na, wer möchte denn? Ich kann auch nochmal ein paar Eier abbauen. Das geht auch. Ne, eigentlich wollte ich noch ein paar mehr Hornschilde, aber dafür muss man dann halt in der Nähe sein, wenn denn die jungen Schildkröten schlüpfen. Und wenn das hier mal zu viel wird an Schildkröten, gibt es hier noch so eine, sag ich mal, Ausbilderungsstation. Die kann man die hier reinlocken, dann fallen die da runter und dann kommen wir gleich auch noch vorbei, wo das hinführt. Jedenfalls, was ich noch zeigen wollte, also deswegen, diese Folge bezieht sich jetzt erstmal eigentlich nur um dieses Dorf. Weil alles andere, was bisher noch gebaut wurde, würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Da gibt es dann nochmal separate Videos zu. Also wir haben jetzt wirklich das Jahr hauptsächlich hier dran gebaut. Markus hat in einem Industriegebiet angefangen, hat eine Eisenfarm, hat eine Baumfarm, hat jetzt ein Riesenlager angefangen zu bauen, was irgendwie automatisiert alle Items einsortiert. Also schon ziemlich cool, aber das, wie gesagt, wird nochmal eine Folge extra. Hier haben wir einen, ja, so eine Aussichtsbalustrade, wo man einmal draußen lang gehen kann. Um eben die schöne Aussicht zu sehen. Also seht ihr echt alles irgendwie nur Schneegebiet. Die Bienen wollen immer weg. Ich weiß nicht. Die wollen immer da raus. Dabei haben sie so viele schöne Blumen im Dorf. Also wirklich einmal. Man kann auch halt von hier oben natürlich aufs Dorf von oben schauen. Schnee, überall Schnee. Aber es macht nichts. Also ist schon schön. Also, ne? Da seht ihr nochmal Gehwege, da gucken wir uns gleich auch nochmal an. Oh, das Essen hier. Na, da hinten ist das Häuschen, da links, da wo wir hergekommen sind. Also, wie gesagt, der Überfall kam plötzlich, dann mussten wir das erstmal machen, um dann nochmal weiterzumachen. Dann haben wir, okay, wir sind aber in dem Dorf, sind dann erstmal hier geblieben, um erstmal das Nötigste alles zu haben. Wir hatten hier Essen zumindest. Und haben erstmal so eine Base gebaut. Weil wir dachten, den Rest können wir immer noch machen. Dass das hier so ein riesen Projekt werden wird, haben wir alle am Anfang nicht wirklich geglaubt. Aber so ist es halt. So, das war einmal der Rundgang ums Dorf. So, gehen wir hier mal runter. Auch noch. Also ihr seht, diese Felder oben angelegt, das ist bei den neu generierten Dörfern ja nicht mehr der Fall. Aber wir haben es so gelassen. Hier sitzen noch ein paar Hunde im Boot, damit die nicht rumsitzen. Wir haben einen Zierfischteich. Angeln verboten. Also, ne, überall mal. Hier ist noch die Tür auf. Zack. Ein paar Souvenirstände haben wir hier. Hier wollte ich nochmal. Hier kommt auch nochmal ein paar bisschen Blattwerk hin. Vielleicht auch noch ein nächster Stand. Aber ich wollte jetzt einfach mal ein Video machen. Also hier hätten wir jetzt Honig, Honigwaben, Honigblock, Honigwabenblock habe ich einfach mal gemacht. Aus der eigenen Zucht. Wir haben Fisch in verschiedenster Form. Wir haben Suppen, Getränke, Brote. Okay, ich glaube, die gibt es nicht. Aber ist egal. Darum geht es ja nicht. Ja, das heißt, wir haben die Souvenirstände hier. Ich glaube, hier an der Ecke müsste ich noch mal ein paar Fackeln wegnehmen, aber ansonsten ja. Noch mehr Leute. Hier haben wir Hühner, da hinten haben wir Kühe, ganz da hinten haben wir Schweine, also wir sind echt abgesichert. Ach ja, mittlerweile haben wir auch
noch Kaninchen, weil ich dachte mir, wenn wir jetzt schon fast alles haben, dann machen wir auch noch Kaninchen. Da habe ich aber bisher erst zwei Farben und einmal gepaart, das heißt, da fehlt noch ein bisschen was. Aber gut, die sind immer noch dabei und suchen eine Stelle für ihre Eier. Da sind schon welche. Zu süß. Ja, ich überlege gerade, in welche Richtung ich gehe. Das machen wir anschließend. Ich zeige euch noch einmal. Wir haben natürlich auch für unsere XP. Auch hier wieder unterirdisch irgendwelche Spawner sind. Achso, hier haben wir das Projekt. Das ist eigentlich so viel, was in dem Jahr hier passiert ist. Die Balustrade war, weil wir hier auch mal Kugelfische drin hatten, die echt wehtaten, wenn man da oben war. Die Kugelfische sind aber irgendwie gestorben. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben hier noch so Korallen und diese ganzen anderen neuen Fische. Also ist echt schön. So. Zur XP-Farm. Damit man nicht die ganze Treppe laufen muss, gibt es hier. Hui! Geht da unten. So, auch das war am Anfang alles wesentlich kleiner. Wir haben hier jede Menge Kisten. Also, ne? Kettenhose und so weiter. Das klassische alles. Die diversen Bögen, weil wir hier eine Skelettfarm haben. Wir haben, was machen wir hier? Ach ja, Brennstoff, alles schön gekennzeichnet. Wir können entzaubern, die Sachen, die wir haben. Die müssen wir sortieren, hat einer nicht. Schwerter, Baumaterial, so könnte ich mir da rausnehmen. In dem Fall alles, was wir wirklich nicht brauchen, schmeißen wir da rein, da despawnt es irgendwann. Und ja, und warum kommt hier jetzt nichts? Was ist denn hier los? Da will man hier mal zeigen, wie da was kommt, und dann kommt hier nichts. Das ist merkwürdig. Doch, da ploppte was. Ja, also hier geht es schon zu dem ersten Minenbereich. Wir haben irgendwo, jetzt muss ich überlegen, ich glaube hier spawnen ab und zu mal Slimes. Also auch das ist gesichert. Ah, da hat es plopp gemacht, glaube ich. Ja. So, ich mache jetzt mal mein Schwert hier. Bumm. Ja, und dann landet das hier drin, alles was dann noch dazu, was ich nicht gerade selber aufgefangen habe. Dann muss man hier sortieren und so weiter. So, ich könnte jetzt unten durch die Mine gehen. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hier hoch. Ja, das ist das Einzige, was so ein bisschen. Das ist da, wo die Skelette runterfallen. Eigentlich ganz ehrlich, dieses Minengeschäft, das ist nicht meins. Da würde ich mich jetzt nur verlaufen. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal wieder hier hoch. Auch wenn wir jetzt gleich einen Drehwurm kriegen. Bup, 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 bup. Alter, wie lange ist das denn? Also deswegen. Wah! Jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. So. Jetzt zeige ich euch unseren Hinterausgang, beziehungsweise ich habe ihn jetzt als Lieferanteneingang gekennzeichnet. Damit man halt auch auf der anderen Seite einen Ausgang hat und nicht immer da nach links laufen muss. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Dankeschön. So. Ja, also hier geht's auch in den Minenbetrieb rein. Ich hier runter gehe. Ja, ist man da irgendwann im Minenkram. Hier haben wir. Hier wohnt Karl. Ja. Ein Zombie-Dorfbewohner. Das könnte wahrscheinlich der Fischer sein, der irgendwann mal in einem Zelt geschlafen hat. Ich bin mir nicht sicher. Und bevor das hier alles dicht war, ist er halt hier unten hingelangt. Naja gut, jedenfalls haben wir den einfach mal behalten. So. Hier kommen die Schildkröten runter. Wenn man sie auswildern will, dann werden sie nach da wegtransportiert und landen ganz weit weg. Irgendwo da hinten sind jetzt ein paar Schildkröten. Jupp. Ein bisschen Kaktus hier. So, also hier gibt es noch viel zu tun. Das ist jetzt hier alles noch provisorisch, aber es reicht, um von A nach B zu kommen. Also hier ist wirklich nicht viel. Das ist eigentlich wirklich nur als Durchgangspunkt. Hallo? Das hier ist mit so einem Mechanismus, muss ich gestehen, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Natürlich habe ich bei YouTube gefunden. Aber ich fand es witzig. Ich wollte das mal ausprobieren. Mit dem entsprechenden Schlüssel geht das Ganze auf. Sammle ich anschließend wieder ein. Und cool. Ja, irgendwann geht die Tür auch wieder zu. Ja, das heißt, hier kommen wirklich nur die Lieferanten rein, die den Schlüssel haben, hier durchzukommen. So, jetzt gehen wir hier nochmal außen rum. Dann haben wir es eigentlich fast geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Also wenn ich das andere noch alles zeigen würde, das würde den Rahmen sprengen. Hier soll es irgendwann mal weitergehen, denke ich.
Das hier ist einmal der Weg ringsrum. Wir haben so eine kleine Sitzecke, so parkmäßig. Ja, dass man mal so chillen kann um das Dorf herum. Ach, hallo? Ja, oh Gott, da geht gleich schon wieder die Sonne unter. Dann habe ich echt schon lange aufgenommen. Dann wird es jetzt auch Zeit. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal rum. Einfach nochmal, um das zu zeigen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht auf irgendwelche Pillager treffe. Und also beim nächsten Mal, also in der Zwischenzeit wurde ja noch einiges anderes gebaut. Ina hat gebaut an einer, sag ich mal, Unterwasserwelt. So, wo man dann ohne Atemprobleme unter Wasser dann auch Fische begutachten kann und so weiter. Das ist ziemlich groß. Und wie gesagt, das Industriegebiet ist jetzt auch fast fertiggestellt, aber das ist dann nochmal ein separater Punkt. Ich schlafe gerade lieber nochmal schnell, bevor ich jetzt dann doch Pech habe. Und hier gleich wieder irgendwelche Monster erscheinen. Ja, das war das Dorf. Das, was wir eigentlich nur mal kurz, da brennt schon was, genutzt haben wollten, damit wir unsere Ernährung, sag ich mal, sichergestellt haben. Aber dass das sich so groß entwickelt, wie gesagt, das war am Anfang nicht geplant. Hier als Standort steht halt leider auf dem Kopf, weil ich musste die Karten einmal drehen, damit das hier so passt. Aber ich denke, es passt trotzdem. Naja, also unser Dorf und die Wege. Vielleicht wird dieses Kartensystem auch über die Zeit nochmal größer werden? Mal schauen. Ich gehe jetzt nur noch einmal kurz da bis zum Ende oder fast bis zum Ende. Irgendwann soll hier ja nochmal ein Hafen entstehen. Irgendwo. Wo wir das ja dann mit der alten Welt, also mit dem, wo wir vorher waren, verbinden wollen. Und ja, mal gucken. Das ist ja natürlich auch noch eine Sache. Ich weiß noch nicht genau, wo der hinkommt. Am Wasser. Das Gute ist, wir sind hier am Wasser, deswegen passt das ganz gut. Ja, der Weg hier verläuft jetzt immer weiter zum Industriegebiet. Den gehe ich am besten jetzt noch einmal lang und dann ist gut. Ja, also wie gesagt, da hinten die Unterwasserwelt. Also ihr seht es schon ein bisschen weitläufig, aber nachdem wir jetzt den Weg haben, verläuft man sich wenigstens auch nicht mehr und man kommt relativ zügig ohne Umwege dorthin. Ja, da seht ihr, wenn ihr links runterschaut, auch schon so Glaswerk darunter. Also ist schon ziemlich interessant. So. Das Dumme ist, überall, wo man so gebaut hat, immer diese Pillager. Also die, mich persönlich nerven die sehr, weil die halt einfach instant überall mal auftauchen können. Gerade auch hier jetzt im Industriegebiet, weil Markus das Ganze natürlich die Eisenfarm, okay, das Blaue habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen, natürlich Dorfbewohner hat, wird das jetzt natürlich auch als Dorf charakterisiert, sodass hier natürlich auch Pillager erscheinen. Ja, also was das da ist, das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Wie gesagt, das ist das Industriegebiet. Und mal gucken, wie es dann beim nächsten Mal aussieht. Gut, nochmal schnell einen Happen essen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich habe keine Ahnung, wann das nächste Video kommt. Aber so habt ihr wenigstens einen Einblick, was wir jetzt das Jahr über gemacht haben. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.